Eine Folge haben wir noch, gerade zum geheiligten Sonntag. Ihr hört ja im Hintergrund die katholische Kirche läuten. Soll uns aber nicht stören, hier brav zu arbeiten. Eine Frage bei Frag Activi kam im Zusammenhang mit den Geschichten Räumungsklage auf. Und so bei der Frage Darlehen. Was ist denn eigentlich, wenn die Zwangsvorstreckung läuft und man gegen Sicherheitsleistung diese einstellen kann? Sind das Beträge, hohe Beträge, die man vielleicht bekommt, um eben herumzukommen um die Zwangsvollstreckung? Das Gesetz spricht ja nur bei Schulden, die man hat, die das Mietverhältnis, also die Räumung bedingen, gefährden. Diese Beträge können übernommen werden. Jetzt vom reinen Wortlaut her sind natürlich Sicherheitsleistungen definitiv keine Schulden. Ja? Denn das ist ja ein Betrag, der entsteht erst mit der Leistung. Also im Zeitpunkt einer eventuellen Antragstellung sind das keine Schulden. Auf der anderen Seite ist der Sinn und Zweck doch des Gesetzes eindeutig. Man möchte schlicht und ergreifend verhindern, dass Leute auf der Straße leben. Und deshalb sage ich ganz klar, muss man eigentlich vom Sinn und Zweck des 22 SGB Römisch 2 sagen, Moment, das ist doch ein und dasselbe, ob da jetzt Schulden draufsteht oder ob eben Beträge, die notwendig sind, um die Wohnung nicht zu verlieren, drinsteht. Das kann vom Gesetzgeber so nicht gemeint sein, zumal inzident ja die Erfolgsaussichten zu prüfen wären und dann eben ganz klar Stellung nehmen würde, ob das Geld wirklich verloren ist, ja oder nein. Unter diesem Aspekt würde ich dazu neigen, zu sagen, ja, auch Sicherheitsleistungen sind zu übernehmen, aber ich weiß, dass es andere Leute gibt, die das anders sehen und die Gerichte werden sich natürlich weigern, die werden hier einen Teufel tun, so hohe Sicherheitsleistungen auch auf den Staat über die Darlehensleistung nach SGB Römisch 2 abzuwälzen. Aber aus meiner Sicht zulässig. Höchstrichterliche Entscheidung ist mir bisher keine bekannt.